Radio Pilatus. Am Puls am Mittwoch. Der Gesundheitstipp am Mittag von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital. Ist euch vielleicht auch schon mal so gegangen, ihr habt ein gesundheitliches Problem gehabt, sind zum Arzt und der hat euch in den Operationssaal geschickt. Ist mir ein bisschen verunsichert, ein bisschen hin und her gerissen, hat Respekt, weiss nicht, ob jetzt das so nötig ist. Manchmal hilft es, wenn man eine zweite Meinung einholt. Nico Marquardt. Muss wirklich operiert werden oder gibt es vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit? Manchmal kann eine zweite Meinung sinnvoll sein, sagt der Professor Jürgen Metzger, Departementsleiter Chirurgie am Luzerner Kantonsspital. Ich glaube, zwei Meinungen macht Sinn bei Erkrankungen oder bei Operationen, die ein bisschen im Grauzonenbereich sind, wo es nicht ein richtig oder ein falsch gibt, sondern man einfach Gründe dafür und dagegen muss abwerten. Und da hilft es manchmal, wenn ein zweiter Doktor den Patienten, der vielleicht verunsichert ist in der ersten Entscheidung, zu unterstützen. Vor allem bei Operationen werden am meisten Zweitmeinungen verlangt. Weil das ist eingreifend für den Patienten und es gibt gerade in der grossen Tumorchirurgie gibt es manchmal Situationen, wo es nicht ganz klar ist, ob man soll operieren oder nicht, wo der Patient Mühe hat, das allein zu entscheiden und dort hilft vielleicht eine Zweitmeinung von einem anderen Chirurgen weiter. Und ich bin auch überzeugt, dass eine Zweitmeinung etwas deutlich Besseres ist für den Patienten, als wenn er selber im Internet eine Recherche macht in einem Gebiet, wo er nicht ausgebildet ist, wo er zu wenig davon versteht. Aber wann dürfen wir eigentlich so eine zweite Meinung verlangen? Also meine Meinung ist ganz klar immer. Wenn ihm nicht wohl ist, dann soll er eine zweite Meinung verlangen. Es gibt häufig Situationen, dass der Patient ein bisschen zögert und denkt, oh, mache ich jetzt meinen behandelnden Arzt nicht verrückt? Wenn man den Eindruck hat, dass man seinen Chirurg oder seinen Arzt mit einer zweiten Meinung oder der Frage danach verärgert, dann soll man den Chirurg oder den Arzt wechseln. Zum Schluss noch die Frage, wer zahlt denn das eigentlich? Bei der Zweimeinung ist es so, muss eigentlich der Patient selber zahlen, weil es ist ein zusätzlicher Termin, es ist ein zusätzliches Aktenstudium, aber es gibt immer mehr Krankenkassen in der Schweiz, die das übernehmen für ihre versicherten Kunden und denen ein Angebot machen, dass sie eine Zweimeinung bei einem Arzt ihrer Wahl einholen können. So der Professor Jürgen Metzger, Departementsleiter Chirurgie am Luzerner Kantonsspital. Bis nächste Woche zu «Am Puls am Mittwoch». Der Gesundheitstipp von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital.